Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Euro Truck Simulator 2 right now from the British Island. Ja, in der letzten Folge haben wir uns Richtung Southampton aufgemacht und den britischen Straßenstrang etwas weiter erforscht und wie schon in der letzten Woche angekündigt, wird es heute eine, ich will jetzt nicht sagen Spezialfolge geben, aber es gibt heute einen schnellen Auftrag mit nicht unserem Fahrzeug, sondern ich würde ganz gerne einen Auftrag fahren mit einem Fahrzeug, das ich direkt auf der Insel hier gestellt bekomme. Und ich guck mal gerade bei den schnellen Aufträgen rein, denn ich sagte es bereits in der letzten Woche, auf den Straßen hier auf der Insel ist der Linksverkehr und natürlich gehört zu einem richtig britischen Transportunternehmen nicht nur das Linksfahren, sondern auch das Rechtslenken. Und ja, das wollen wir heute auf einfach mal tun. Und zwar gucke ich überwiegend mal Fahrzeuge bzw. Aufträge, die heute von London aus starten. Ich hätte noch Cambridge und Dover hier im Angebot. Vielleicht finde ich da ja was. London, Cambridge ist natürlich jetzt nicht so der super Auftrag. Gibt ja gar keine Knete. Ist halt nur eilig. Ne, dann ist das doof. Vielleicht gibt es was Passendes von Dover aus. Ach, da war ich noch nicht. Southampton vielleicht irgendwie, Cambridge oder Dover. Southampton, Cambridge, das sieht auch nicht schlecht aus. Da hätten wir 11 Tonnen Traktoren. Haben wir denn vielleicht noch was Richtung Dover? Dover wäre auch nicht schlecht. Hier hätten wir Bauholz, 21 Tonnen. Ja gut, 4000 Euro ist jetzt nicht so der super Auftrag. Na gut, hier sind es 5,7. Ach, ist egal. Fahren wir mal so einen schönen gelben Iveco. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Astralis Active Space Super. So heißt er. Wir nehmen einfach mal den Auftrag an und wollen uns mal dem Linksverkehr etwas widmen. Ja, und da sehen wir es auch schon. Rechtslenkend. So kann es gehen. Ja. Ja, es sieht alles etwas ungewohnt aus hier. Das kann man schon mal dazu sagen. Ich mache schon mal Zündungen an und so weiter. Na, das kann ja heute wieder eine Reise geben. Halleluja. So, was haben wir denn hier? Reichweite sollte passen. Ja, so, was sieht unser Truck aus? Wir haben Traktoren geladen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir müssen... WTF... Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Ich glaube, das wird eine spaßige Nummer. So, jetzt voll einschlagen und hoffen, dass es was wird. Achso. Also links lenken, rechts lenken und links fahren, das ist echt schon eine echt krasse Umgewöhnung. Also für die Leute, die es natürlich mögen, herzlich gerne, aber ansonsten, das ist schon... Oh, ich muss mich ein bisschen weiter ausholen. Mein Auflieger ist nicht gerade kurz. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, das Ganze hier so abzuschätzen. Aber das haben wir... klassisch gut gemeistert. So, oh, wir müssen ja links fahren. Hätte ich doch fast vergessen. So, da kommt nichts. Hier müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Mann, 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 Mann. Jetzt ist das Navi sogar auch auf der linken Seite. Ja, Halleluja. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall echt eine richtig krasse Umgewöhnung, wenn man eigentlich normalerweise gewohnt ist, das oder Steuer auf der anderen Seite zu haben und den LKW auch dementsprechend auch auf der anderen Straßenseite zu fahren. Aber naja gut, das erfordert etwas Übung, aber man kommt dann letzten Endes doch irgendwann mal rein. Trotzdem würde ich es glaube ich nicht auf Dauer haben wollen.
Aber naja, gut. Ja, in der Zwischenzeit bin ich natürlich wieder mal etwas durch die Gegend gedüst, allerdings auf deutschen Gefühlen. Ich habe mich mal wieder auf meinen nationalen Boden begeben. Ich glaube, ich habe inzwischen auch schon mal eine... Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, das war auch... Ne? Oh, ich muss... Oh! Ich glaube, ich bin nach Brüssel gefahren oder so. Auf jeden Fall irgendwie sowas in der Ecke. Habe ich schon mal neu erfahren. Aber wie gesagt, das britische Empire ist noch nicht komplett erforscht. Von daher heute mal eine Tour wieder in eine neue Stadt. Warte mal. Irgendwie ist fahren links, rechts, wo holt man hier, ne? Ja, genau. Mann, das ist aber auch eine Umgewöhnung hier. Junge, Junge, Junge. Ja, und Tempolimits hier natürlich in England, wisst ihr schon von der letzten Folge, das kann ein bisschen teuer werden. Wenn man so ein bisschen gespielt hat, finde ich, hat man es auch wieder einigermaßen drauf, aber es ist trotzdem schon ungewöhnlich. So, jetzt müssen wir auch... Wir müssen Richtung London, das heißt, wir müssen hier schon wieder runter. Herrliches Wetter natürlich hier. In, wo auch immer wir gerade sind. Wow, Kurve. Zweispuriges Abbiegen. Halleluja. Oh, Bremsen. Ach. Schied war doch bremsen. Zünden wir durch. Ab da. Oh. Ich hoffe, dahinter mir war keiner. So, jetzt geht's erstmal eine ganze Ecke geradeaus. Oh, ich fahre schon 93. Ich weiß gar nicht, wie viele hier erlaubt sind. 97. Oh, gut, dann können wir noch ein bisschen Gas geben. Ist schon wieder eine Baustelle. Es war... Ja, klar. So. Was ist denn hier jetzt erlaubt? 80. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn auf dem Schild 50 steht, dass hier 80 erlaubt sind. Aber naja, gut. Ich, ja, glaube ich im Ganzen jetzt mal. Dafür bleiben wir erstmal hier hinter. Ach komm, Scheiß, was drauf. Ziehen wir mal dran vorbei hier. Jetzt macht es gleich bestimmt wieder so schön bling und dann werden wir kassiert. Was steht da? Ach, steht ein Schild. 50. Ja, jetzt überholt er mich hier wieder. Ich benehme mich heute wieder astrein, wie man sich nicht benehmen sollte, aber ich denke mal, das wirkt sich ja nicht positiv wie negativ auf meine fahrerische Karriere hier auswirken. Ja, boah, 85 ist natürlich schon. Können wir rüber? Ja, wir können rüber. Ich sag mal so, wenn da 50 steht, vielleicht 75 so, sollten wir mal bei den Tempomaten reinschmeißen. Jungs, jetzt mal ernsthaft. Mann. Jetzt, wo es bergauf aufgeht, da werde ich natürlich... Kann ich wieder Gas geben. Und ich habe natürlich schön abgebremst, dass ich ohne Schwung jetzt hochgefahren bin. Naja, gut. Tempo 60. Ich weiß gar nicht, was gibt es da nicht? Irgendwie einen festen Umrechnungsfaktor? Tempo 60, 60, 60. Also hier sind 97 laut Navigation. Erlaubt. Na, die Jungs sind auch irgendwie nicht gerade langsam unterwegs. 88. Die haben schon ihre 90 drauf. Ich schmeiße mal bei 90 den Tempomaten rein. Aha. Ja, ich
glaube, ganz so falsch liegen wir mit unserer Geschwindigkeit nicht. Weil so schnell überhole ich jetzt den Kollegen auf der linken Seite nicht. Bestes Wetter wieder. Bestes Wetter. Hier, der Kollege transportiert Autos. Oh. So, da vorne sehe ich doch schon wieder was auf dem Navi. Müssen wir ab. Dann werden wir das mal tun. Richtung London. Direkt voraus. Jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass die Kollegen hier gleich nochmal den Anker werfen, wenn es in die Ausfahrt geht. Ich würde nämlich ganz gerne mit ein bisschen Schwung da rausdüsen. Nicht bremsen, meine Freunde. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Briten heizen hier viel, viel mehr als bei uns auf Deutschlandstraßen. Wenn ich das mal so sagen darf. Cardiff, London, Birmingham, wo geht's hin? Ich glaube, ich gehe mal rüber. Das scheint besser zu sein. Hier geradeaus. Ja, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Naja, gut. Ja, also wie gesagt, Rechtslenker genau entgegengesetzt und auch noch auf der linken Spur. Ja, wie gesagt, müsste ich auf Dauer nicht haben. Aber ist mal ganz nett so zwischendurch. Sensibilisiert man sich selber mal wieder so auf die eigene Fahrweise. Beziehungsweise auf das Fahrverhalten, denn man fühlt sich nicht ganz so sicher jetzt auf der links fahrenden Spur mit einem Rechtslenker. Also so geht es zumindest mir, aber ich habe mir als nächstes Etappenziel gesetzt, dass ich mir hier auf der Insel eine Garage zulegen werde, um dann auch Fahrer hier dementsprechend einzustellen, damit die hier auf der Insel ein bisschen rumdüsen können und vielleicht auch mal rüber nach Rotterdam oder nach Calais oder wo auch immer das hingehen soll. Ich glaube, das wird ganz interessant, dann brauche ich nämlich die ganzen Touren hier nicht machen. Ja, wie gesagt, das ist dann mehr oder weniger eigentlich erst das nächste große Etappenziel, also dass ich mir jetzt so viel Knete einfahre, dass ich mir hier in England eine eigene Garage holen kann. Ich weiß noch nicht genau wo. Ich vermute einfach mal, ich werde sie relativ zentral legen, dass man alle Orte ziemlich nah erreichen kann, damit meine Fahrer, die ich dann dafür auch einstellen werde, ich denke mal, ich werde erstmal mit so einer Dreiergarage anfangen, dass ich die auch gut beschäftigt bekomme. Nur dafür bedarf es natürlich erstmal ein paar finanzieller Mittel. Also ich habe mal so grob überschlagen, wenn das jetzt die Garage, die kostet glaube ich, ich glaube die Garage kostet 180, genau so rum war es. Die Garage kostet 180. Ist schon wieder eine Baustelle. Die Garage kostet 180 und dann muss ich ja für meine Mitarbeiter oder für die jeweiligen Fahrer natürlich auch noch einen eigenen LKW wieder besorgen. Bedeutet also nochmal so gut 130.000 Euros, die ich aufbringen muss, damit die Jungs dann ja auch ein bisschen mobil sind und arbeiten können. Und ja, wie gesagt, das wird jetzt erstmal das größere nächste Etappenziel. Ich werde wahrscheinlich, so ist zumindest der Plan, jetzt erstmal mal die letzten Städte hier auf der britischen Insel durchfahren. Danach wird es dann
aller Wahrscheinlichkeit nach wieder Richtung Deutschland gehen. Dann ist auch noch die Frage, ob ich mir vielleicht sogar schon das Expansionsset für den skandinavischen Raum hole. Da steht das aber noch, wow, noch nicht so ganz fest. Muss ich mal gucken, je nachdem wie ich Zeit und Muße habe. Und ja, dann geht es daran, Credits bzw. Euros einzufahren, auch einfahren zu lassen, logischerweise. Dafür haben wir ja Mitarbeiter. Machen wir Licht an, das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. So um 17.36 Uhr kann man das ruhig mal machen. Ja, also wie gesagt, die werden dann hoffentlich ein paar Euros einfahren. Und dann sollte es, so ist zumindest mein Wunschgedanke, etwas zügiger nach vorne gehen, was die finanziellen Mittel angeht. Und dann wäre es ganz schön, wenn ich das mit der Garage und natürlich auch den Fahrern diesbezüglich dann natürlich auch logischerweise mit den LKWs, der lässt mich rein hier vorne, sehr nett. Ja, wenn das dann mit den LKWs relativ zügig dann zum Zuge käme, dann kann ich hier das britische Empire erstmal für mich ein bisschen ad acta legen, dann wird da drauf gefahren. Ich habe dann drei Fahrer, drei LKWs. Das sollte eigentlich, also ich denke, eine Garage reicht für England vollkommen aus. Da werde ich, glaube ich, nicht mehr machen müssen. Wie gesagt, wenn ich mir das skandinavische Erweiterungspack hole, kriegt Deutschland dann später irgendwann einmal, also ich gehe jetzt so etwas längerfristig in die Planung rein, bekommt Deutschland im sehr hohen Norden eine weitere Garage von mir. Auch wiederum damit drei Fahrern. Ich bleibe erstmal bei der Dreier-Variante. Oh, ich muss gleich runter, Jungs. Lässt du mich rein? Lässt du mich rein? Ey, du Bobby, ich muss hier raus. Du Lappen, ey. Naja. Ja, und dann geht's natürlich auch dann irgendwann mal weiter. Bis dahin werden wir natürlich mit Sicherheit von den Fähigkeitspunkten deutlich besser aufgestellt sein, als das jetzt der Fall ist. Ach, guck mal, hier gibt es eine eigene Abbiegerspur. Das ist ja cool. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie sich denn unsere Firma so weiterentwickeln wird. Zum Online-Modus habe ich jetzt erfahren, dass es wohl einen Online-Modus gibt, also einen dementsprechenden Online-Multiplayer-Modus. Ach, da ist ja schon Cambridge, auch wie schön. Ja, und wie gesagt, dieser Online-Multiplayer-Modus hat wohl, ja, ich sage mal, den faden Beigeschmack. Also wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin mir da nicht ganz sicher, ich müsste da gegebenenfalls nochmal nachfragen. Also der Online-Spieler-Modus ist so gestrickt, dass man wohl mit anderen Mitspielern auf der Straße fahren kann, aber man hat keinen normalen Verkehr mehr. Und das wäre natürlich nicht ganz so schön. Ja, also das würde mich persönlich jetzt ein bisschen... Oh, Speed-Cameras. Oh, hier ist 30, dann darf ich nur noch, was war das, 45 fahren, ne? 48, ach guck mal, da sind sie ja wieder. Die kleinen fiesen Kameras. 48 darf ich fahren. Oh, ich bin schon wieder zu schnell. Erster Aufenthalt in Cambridge. Und wie es sich für eine britische Stadt gehört, haben wir... Oh, doch keinen Kreisverkehr. Ich wollte schon gerade sagen, haben wir natürlich einen Kreisverkehr. So, dann wollen wir Cambridge doch mal ein bisschen... Natürlich haben wir hier einen Kreisverkehr. Was erzähle ich denn da? Natürlich gibt es den Kreisverkehr. Was gibt es hier auch sonst? So. Oh. Was ist hier los? Oh, ich hänge fest. Upsi. Ich hänge fest. Ich hänge immer noch fest. Oh oh. Oh oh. Ah. Jetzt hänge ich nicht mehr fest. Wie schön. Ich, wie gesagt, muss mich ein bisschen an die Abmaße gewöhnen, dass ich jetzt auf der anderen Seite eigentlich
mehr ausholen muss, ist nicht immer leicht. Was sagt denn eigentlich mein Auftrag? Oh, ist grün. Entschuldigung. Was steht denn hier? Erwartet bis 7 Uhr 9. Ach, da haben wir ja ellenlange Zeit hier. So, jetzt sind wir hier. Ich sehe die Ampel nicht mehr. Ah. So. So, wir müssen jetzt da entlang und dann nehmen wir die nächste wieder rechts und dann überlege ich, ob wir dann von hinten da hinten reinfahren oder ob wir noch eine Ausfahrt weiternehmen. Hm. Mal schauen. Oh, er lässt mich rein. Sehr freundlich. Cambridge. Okay, so, jetzt müssen wir hier wieder rechts rein. Hier geht's auch nicht weiter. Oh, hier sind sogar Menschen unterwegs. Es gibt in England Menschen auf den Straßen. Das ist kaum zu glauben, aber es ist so. Ich glaube, ich fahre hier nochmal geradeaus. Ich weiß nicht, was hier ist. Busbahnhof. Okay, so, hier müssen wir auch wieder rechts. Wie gesagt, mit ein bisschen Übung hat man das Ganze hier einigermaßen gut handelbar auf der Kette. Aber hier wäre zum Beispiel schon eine Garage, die man kaufen könnte. Kostet ja auch nochmal eben kurz 180.000. So, sehen wir uns mal langsam hier in den Kreisverkehr vorwagen. Boah, ist ja hervorragend alles frei. So, dann werden wir die Strecke nochmal fahren und dann geht es jetzt rechts rein. Oder? Ja. Bremsing. Ja, es ist echt schon wirklich ungewohnt, auf der rechten Seite zu sitzen und links zu fahren. Aber gut, auf der anderen Seite, wenn wir bei uns unterwegs sind, wir sitzen links am Steuer und fahren rechts. Ist wirklich eine reine Gewöhnungsgeschichte. Ich wollte schon gerade sagen, jetzt erzähl mir nicht. Ah. Oh, wir müssen sofort hier rechts. Ah, jawohl, da ist auch schon unsere Laderampe. So, du darfst aufhören zu blinken. Also die Abmaße einzuschätzen, Mann, das ist echt schwierig. Aber nun gut, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Automatisches Einparken, nö, muss ja jetzt nicht unbedingt sein. So, wir sind Traktoren von Southampton nach Cambridge gefahren, mit einem rechtslenkenden LKW auf dem Linksverkehr, auf der englischen Insel. Ich will immer sagen, auf dem englischen Festland. Aber na gut, egal. Wir sind, ja, satte 282 Kilometer in 3 Stunden 57 gefahren. Haben Erfahrungsbonus Level 19 inzwischen. Und haben für den Auftrag 5773 Euro sowie 408 Erfahrungspunkte bekommen. Ja, liebe Freunde, das soll es auch für heute und auch ja, für etwas länger wahrscheinlich erstmal mit der englischen Insel gewesen sein. Ich denke mal, in der kommenden Folge werde ich mich wieder aus deutschen Gefilden melden und dann mal schauen, wo uns dann der nächste passende Auftrag hinführt. Bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein, danke fürs Mitfahren und so weiter und so fort. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, immer unten in die Kommentare rein. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, reingehauen. Tschüss.